Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier und heute geht es um die Positionierung deiner Marke, um die Gestaltung einer Positionierung, wie du es schaffst, eine Positionierung aufzubauen und welche Möglichkeiten es dabei gibt. Und am Ende habe ich auch nochmal einen Tipp für dich, der total simpel und einfach ist. Deswegen bleib am besten dran. Ich freue mich. Bis gleich. Eine Markenpositionierung richtig gestalten, das kann eine große Herausforderung sein, wenn man sich damit nicht so richtig auskennt. Warum brauchst du eine Positionierung? Naja, eine Positionierung soll ja in erster Linie so eine Art Unterscheidungsmerkmal sein. Das heißt, der Verbraucher, der schaut ja schon auch immer entweder so ein bisschen auf den Preis, wenn sich alle Produkte gleichen, dann nimmt er schon tendenziell eher das günstigere Produkt. Oder eben darauf, ja, was habe ich denn davon, was bringt mir das, warum soll ich zu diesem Produkt greifen und nicht zu einem anderen Produkt? Und das schaffst du eben über die Positionierung. Die Positionierung ist, wie schon gesagt, so dein Alleinstellungsmerkmal. Ja, wie sollte dein Alleinstellungsmerkmal sein? Es sollte vor allem im besten Fall kreativ sein. Ja? Kreativ bedeutet, dass es eben auch in der Alleinstellung schon eine Besonderheit hat. Ne? Deine Alleinstellung im Sinne von, ich biete die beste Qualität, sorry, da kommst du leider nicht ganz so weit, denn das sagen ja am Ende des Tages die meisten Hersteller. Ja? Du kannst schon wirklich mal schauen, okay, was gibt es für Möglichkeiten, die auf dem Markt noch nicht existent sind, und deswegen ist da Kreativität, da kannst du dir freien Lauf lassen. Ne? Überleg dir Sachen, die einzigartig sind, die du machst, die kein anderer macht. Aber, und da kommen wir zum nächsten Punkt, die müssen relevant sein. Also das, was du als Alleinstellung festlegst, muss vor allem für den Verbraucher, für den Kunden relevant sein und nicht nur für dich. Wenn du eine besondere Herstellungsart hast, ja, dann ist es für dich ja erstmal in erster Linie super gut. Und wenn die dann auch noch im Vergleich zu industriellen Produkten eine bessere Qualität bietet, dann musst du es schaffen, das Ganze zu kommunizieren, aber eben auch relevant für den Verbraucher darzustellen. Am Ende des Tages, wenn diese Herstellungsart keiner kennt und der Verbraucher sich damit eben auch kein Unterscheidungsmerkmal im Kopf erschaffen kann, dann wird er auch nicht dazu greifen, wenn du da ein besonderes, wenn du das Produkt in einer besonderen Wanne herstellst oder über eine sehr handwerkliche Art und Weise. Das muss schon auf jeden Fall relevant sein. Und was dazu kommt, es muss vor allem auch einprägsam sein. Ja? Wenn du eine Positionierung hast oder etwas, was nur für dich steht und du musst es jedes Mal stundenlang oder minutenlang erklären, dann bringt dir die Alleinstellung leider auch nicht viel. Und deine Alleinstellung sollte auch vor allem lukrativ sein. Ja? Das heißt, wenn die Alleinstellung nicht relevant ist, nicht kreativ genug und eher was für dich als Anbieter, aus Anbietersicht ist, dann ist das Ganze nicht lukrativ, denn die Alleinstellung, die Positionierung muss für den Kunden cool sein. Für den Kunden muss es einen Gewinn bringen. Ne? Und deswegen musst du da auch nochmal hinschauen, dass du einen Mehrwert bietest, dass du etwas Erlebbares hast, dass du etwas hast, was demjenigen dann auch was bringt, der das kaufen soll. Ja, welche Möglichkeiten der Positionierung gibt es? Ich habe mittlerweile über 60 Möglichkeiten der Positionierung gefunden. Da sind teilweise ganz banale Sachen dabei, aber da sind auch recht komplexe Sachen dabei. Aber vielleicht möchte ich auf 2, 3 Sachen eingehen, wo du mal so eine Idee bekommst, was eine Möglichkeit der Positionierung ist. Ja? Du kannst zum Beispiel über eine Farbe dich positionieren, zum Beispiel Telekom Post. Das sind so ganz, ganz typische Beispiele, wo du als erstes auch eine Farbe im Kopf hast. Ja? Die Farbe kann wirklich super relevant sein und mit der Farbe kannst du also tatsächlich richtig geil auch eine Alleinstellung erreichen. Klar, die Farbe ist natürlich in erster Linie nicht lukrativ, aber einen der vorher genannten Punkte sollte sie auf jeden Fall bieten. Und da kannst du mal schauen,
ist die Farbe, ja, was haben andere Produkthersteller, was nutzen die für Farben, dass du dich zum einen entweder genau anders positionieren kannst, was den Farbauftritt betrifft, oder dass du schaust, ja, welche Farben passen zu meiner Zielgruppe, zu meinem Produkt besser und was gibt es da vielleicht für Farben, die andere noch nicht nutzen, dann kommst du nämlich wieder in den Bereich, wo es lukrativ wird, weil du natürlich dann auch einen gewissen Sog erzeugen kannst. Also eine Farbe ist eine Möglichkeit, die dir dann schon ganz banal etwas bringen kann. Ja, was auch immer ganz, ganz cool klappt, das ist die Bezeichnung. Ne? Also, dass du etwas benennst mit etwas, was es so noch nicht gibt. Ne? Ich denke da eben an Sachen wie bei der Butter. Was gab es da, was frisch aufgekommen ist, so eine Art Weidebutter oder ja, dass du so Bezeichnungen zusammen kreierst, wie zum Beispiel die Wiesensalami, die es so noch nicht gibt. Ne? Dann ist es für dich auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass du dich über solche Bezeichnungen, Begrifflichkeiten positionieren kannst. Simpel, ganz, ganz simpel und ja, dann doch irgendwo auch einprägsam. Ne? Was für dich auch super gut funktionieren kann, ist die Sprache. Wenn du aus einer Region kommst, dann werden gewisse Begrifflichkeiten, Wörter oder was auch immer in der Sprache verwendet, die es woanders noch nicht gibt. Und das ist für dich wieder eine Möglichkeit, dich zu positionieren für überregionale Sachen oder deine Regionalität noch mehr erlebbar zu machen. Ne? Also mit der Sprache, wie zum Beispiel bei IKEA, kannst du nochmal wirklich eine Alleinstellung erreichen, die der Kunde auch wahrnehmbar erreicht und damit natürlich wieder einen Mehrwert bieten für deine Leute, wo die sagen, hey, okay, cool, Seitenbacher zum Beispiel ist da auch ein cooles Beispiel. Und dann kannst du sagen, hey, mit dieser Art der Positionierung habe ich eine Alleinstellung erreicht, die vielleicht auch kreativ ist oder einprägsam und dir dann vor allem auch wieder einen Vorteil bringt. In der Positionierung kannst du verschiedene Art und Weisen auch anwenden. Ne? Der Klassiker ist, ich positioniere mich auf eine Zielgruppe. Die Zielgruppe ist dann ja etwas, was auch sehr, sehr vielseitig sein kann. Ne? Schau doch mal, welche Berufsgruppen möglicherweise für dich in Frage kommen. Ne? Das Bier für Feuerwehrleute kenne ich so noch nicht gut. Ich bin kein Feuerwehrmann, aber selbst davon gibt es genug in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt. Und wenn du dich da positionierst und erstmal eine Zielgruppe schaffst zu besitzen, sagt man, dann ist das für dich natürlich auch wieder was Lukratives und vor allem kreativ. Also Zielgruppen, das können auch ältere Menschen sein, nur jüngere Leute. Gucken, wo du das also auch selektierbar machen kannst, dass es wieder auch einfach und verständlich ist oder dass es dann eben auch ja, bei der Zielgruppe ankommt. Ne? Du kannst auf jeden Fall auch dich auf einen, ja, auf ein Produkt positionieren, zum Beispiel das Bio-Bier. Ja? In Deutschland gibt es einen Bio-Bier-Anbieter, Hersteller, Produzent, an den möglicherweise jetzt auch jeder denkt. Der hat sich damit eine Alleinstellung erschaffen, die am Markt sehr, sehr stark sein kann. Ne? Und deswegen ist also auch die Positionierung auf ein Produkt eine Sache, die für dich lohnenswert und tatsächlich sehr attraktiv sein kann. Dann aber bitte wirklich auf ein Produkt und nicht hier auf so eine riesen Produktpalette, weil dann gehst du wieder ganz den anderen Weg, denn Positionierung heißt auch spitz und sich auf etwas zu fokussieren, zu konzentrieren und damit die Kraft natürlich größer zu machen. Oder du nimmst am Ende des Tages ja ein Thema, auf das du dich positionierst. Ne? Knoppers morgens 9:30 in Deutschland ist eine Sache, was ein Thema ist. Und wenn du dich auf ein Thema konzentrierst, dann kannst du da natürlich auch super stark wachsen und in dieser Positionierung, die ja für viele Unternehmer oder Produkthersteller auch immer eine Eingrenzung bedeutet, dich dort auch wieder massiv entfalten. Ja, deswegen ist das auch eine Möglichkeit, die du für dich in Betracht ziehen kannst. Ja, und wenn du all diese Sachen zusammennimmst, also mal schaust, dass die Alleinstellung kreativ ist, einzigartig, einprägsam, wenn du Möglichkeiten nutzt, wie eine Farbe, eine Bezeichnung, Sprache oder derartige Sachen, oder wenn du eine Art und Weise zur Hilfe ziehst, wie die Zielgruppe oder das Produkt oder ein Thema, dann kannst du schon mal ganz gut eine Positionierung finden.
Und wenn du das, ich habe dir am Anfang noch einen Tipp versprochen, Ganze in ein Wort packen kannst, dann hast du den Geniestreich bestens rübergebracht. Das könnte die leckerste Milch sein, das kann der schnelle Käse sein, das rote Bier oder solche Sachen. Guck doch mal, was eine Bezeichnung ist, die dein Produkt bezeichnet. Also Bezeichnung und Produkt, und dann hast du schon mit zwei Wörtern eine Positionierung bestenfalls erklärt und damit natürlich auch wieder einen Wettbewerbsvorteil erreicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte gib mir einen Daumen nach oben, darüber freue ich mich am meisten, wenn ich das nächste Video hochlade. Dann kannst du auch noch den Kanal abonnieren, denn dann bekommst du eine Benachrichtigung oder auch verpasst das nächste Video nicht mehr, wo ich dir wieder ein paar geile Tipps mitgeben möchte. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dass du so lange dran geblieben bist. Ich freue mich darauf, dich vielleicht sogar mal persönlich kennenzulernen auf Kommentare oder dass du beim nächsten Video wieder einschaltest. Bis dahin, dein Sascha.